Heute ist der 20. Juli. Heute vor 75 Jahren war eine Bedrohung, die für die meisten Menschen heute erkennbar ist, weil wir einen Weltkrieg hatten, wir hatten einen Holocaust, wir hatten grausame Verbrechen aufgrund einer rassistischen Ideologie. Und heute sind wir heute hier, um sie darüber aufzunehmen. Katastrophe hier raufziehen lassen wollen. Wir wollen sie im Ansatz verhindern. Was damals der Weißen Rose und den Widerstandskämpfern um Graf Stauffenberg nicht gelungen ist, weil sie zu spät dran waren, weil sie zu spät die Gefahr identifiziert hatten, sind wir jetzt als wiedergegründete Weiße Rose rechtzeitig da, weil der politische Islam bei uns noch nicht an der Macht ist. Das wollen wir, dass das aufhört. Und da müsste eigentlich jeder hier erst und durch hier, ich hatte sogar Angst zu sagen, es ist ein Christus, weil Angst vor anderen Religionen, die halt ihn dafür beurteilt würden. Ja. Also Sie erzählen gerade, man hat den Anfang nicht verstanden, Sie haben einen Freund aus Afghanistan, der ist Christ, ja? Der dürfte niemals in Afghanistan sagen, dass er Christ ist, weil er sonst gefährlich leben würde. Ja? Also er hat sogar hier Angst, in deutschen Flüchtlingsheimen, das habe ich übrigens von vielen, vielen christlichen Flüchtlingen auch schon bestätigt bekommen. Der Terror geht bei uns weiter. In den Flüchtlingsheimen, wo viele muslimische Flüchtlinge sind, aus Afghanistan und Syrien und Irak und wo sie überall her sind, die unterdrücken dort die Christen weiter. Ne? Bestätigen Sie uns. Ne? Und Sie kennen also mich aus Afghanistan, aus anderen Ländern auch noch? Ja, jetzt halt konkret dieses Beispiel, aber es ist halt leider die Wahrheit, die man hören muss. Die Wahrheit tut halt leider weh, aber es ist halt so. Ja. Sind Sie hier in Deutschland geboren? Ja. Also, ich noch zum Beispiel sagen kann, aus christlicher Sicht, es ist, die Menschen zu unserer Zeit, die sind halt sehr empfindlich der Wahrheit gegenüber, deswegen, die wollen das gar nicht hören. Aber das ist halt leider so. Sie sagen absolut richtige Sachen. Die Menschen wollen die Wahrheit nicht hören. Ja. Weil es ihnen nicht in ihre Weltanschauung passt. Bei vielen Linken ist es in der Weltanschauung, alles was aus dem Ausland kommt, ist gut. Die vielen Muslime sind unsere schützenswerten Mündel. Wir müssen sie beschützen. Jetzt vor der Aufklärung, die wir hier machen, was Sie als Hetze bezeichnen. Ja? Das ist das Gedankengut. Ja? Hört euch an, was er sagt. Ja? Er bestätigt genau das, was wir sagen. Vielleicht geht bei euch jetzt ein Licht auf. Wir sind keine Hetze. Wir sind keine Rassisten. Wir sind nicht voller Hass. Wir warnen davor. Wir wollen, dass es aufhört mit dem Unrecht, mit dem Töten, mit der Frauenunterdrückung, mit den Vergewaltigungen, mit den Messerstechereien. Und wenn wir übrigens auch gestern im Radio gehört haben, weil ja auch viele Polizisten jetzt zuhören, die Gewalt, die gegen Polizisten ausgeübt wird, da könnten Polizisten jetzt selber wahrscheinlich ein Lied davon singen. Sie wissen, von wem diese Gewalt ausgeübt wird. Also ich kann es mir gut vorstellen, da sind Kriegsextremisten ganz vorne mit dabei und da sind auch eben Moslems mit dabei, die Polizei eben als staatliche Ordnungsmacht nicht akzeptiert, weil sie den Staat nicht akzeptieren. Es sind auch viele Moslems, die vor Gericht nicht vor dem Richter aufstehen, weil sie den Richter nicht akzeptieren. Sie akzeptieren nur ein Gesetz, die Scharia.
Das ist der Punkt. Und darüber klären wir auf. Und das sollte eigentlich auch den politisch Linksstehenden eigentlich klar sein, dass es auch gegen ihre Werte ist. Linke sind normalerweise immer für die Gleichheit von Mann und Frau, die Gleichheit aller Menschen. Das ist doch eure Grundüberzeugung. Was in der Gesetzgebung da drin steht und was auch ausgeführt wird. Deswegen gibt es kein einziges demokratisches islamisches Land. Alle 57 islamischen Länder sind mehr oder weniger Diktaturen, wo die Scharia in unterschiedlicher Intensität angewendet wird. Danke, danke. Er hat gesagt, er dankt uns für die Aufklärung, dass wir weitermachen, bis die Scharia hier verboten ist und der politische Islam verboten ist. Danke, danke für diese. Ja, nee, also wissen Sie was? Wir hatten heute auch hier einen syrischen Ex-Moslem bei uns. Ne? Wir haben hier einen Christen, der berichtet, dass afghanische Christen in Afghanistan nicht einmal sagen dürfen, dass sie Christen sind. Wir können ihnen auch sagen, dass im Mutterland des Islams darfst du nicht mit dem Kreuz rumlaufen um den Hals, da wirst du verhaftet. Wenn du eine Bibel in der Hand hast, wirst du verhaftet. Das ist das Mutterland des Islams. Dort sitzt im Mutterland des Islams ein moderner, junger Saudi, der Raif Badawi, im Knast zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt und zu 1000 Peitschenhieben verurteilt, weil er gesagt hat, für mich sind alle Menschen gleich. Moslems, Juden und Christen sind gleichwertige Menschen. Dafür wurde er laut Scharia verurteilt, weil es dem Islam widerspricht, weil es der Scharia widerspricht. Das war dort als Beleidigung des Islams, wurde das abgeurteilt. Der wird ausgepeitscht, der Raif Badawi. Das ist ein wirklich bedauernswertes Schicksal, ist international bekannt. Amnesty International setzt sich für ihn ein und andere Menschenrechtsorganisationen. Die Ehefrau ist in Kanada mit den 3 Kindern. Die fürchtet um das Leben von dem Raif Badawi. Ja, weil der ist schon mehr tot als lebendig. Wenn du 1000 Peitschenhiebe bekommst, dann bist du ja, dem Tode geweiht. Das ist Saudi-Arabien, das Ursprungsland und Mutterland des Islams. Dort haben sie übrigens einen 13-Jährigen verhaftet. Das ist auch. Jahre später, jetzt ist er volljährig, nach 5 Jahren Knast, soll er jetzt angeklagt werden, weil er als 18-Jähriger jetzt abgeurteilt werden kann. Und wisst ihr, was sie mit dem machen wollen? Den wollen sie köpfen und kreuzigen und öffentlich ausstellen. Ja, das ist Saudi-Arabien, das ist das Mutterland des Islams, das ist Scharia. Und da müsste doch eigentlich jetzt jeder aufstehen und sagen, das muss nicht nur kritisiert werden, das muss beseitigt werden. Das ist der politische Islam. Und wenn ihr euch wundert, dass der geköpft und gekreuzigt werden soll, da steht es genauso drin in Sure 5, Vers 33. Diejenigen, die Allah und seinen Gesandten befehlen, sollen getötet und gekreuzigt und an Händen und Füßen wechselseitig abgeschlagen werden. Sure 5, Vers 33. Schaut euch an. Es steht so drin. Lest den Koran. Genauso wie unsere Eltern und Großeltern meinen Kampf hätten lesen sollen, um dann zu wissen, was auf sie wartet, was ihnen droht. Wenn sie es gemacht hätten, hätten sie die Nazis verhindert. Denn in meinem Kampf stand,
Die kriegerische Eroberung von Lebensraum im Osten, der Hass gegen Juden, der Rassismus, stand alles drin. Aber die haben den Fehler gemacht, damals Mein Kampf nicht zu lesen. Und heute dürfen wir den Fehler nicht wiederholen. Er kapiert es einfach nicht. Ja? Er sagt, er steht hier, damit es nicht wiederholt wird, weil er glaubt, dass hier die Nazis sind. Sag mal, Burschi, kapierst du irgendwas, wenn du die Plakate siehst? Kapierst du irgendwas? Nee, ne? Er glaubt, dass hier die Nazis sind. Also, was würdest du sagen jetzt hier als syrischer Ex-Moslem? Ja? Er sagt, wir werden die Bösen, wir werden die Nazis. Also, das stört zum Lager, es darf ja ein Nazi, wir waren hier ein Nazi, da wird auch kein Nazi sein. Ja, ist so. Also, ganz ehrlich. Also, Leute, wenn ihr die Plakate seht, wir erinnern heute an die Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Wir ehren Graf Stauffenberg, Sophie Scholl. Wir haben mit der besten Freundin von Sophie Scholl, Susanne Zeletz, die Weiße Hose wieder gegründet. Wir haben hier Plakate gegen den Nationalsozialismus. Wir warnen vor dem Pakt Islam und Nationalsozialismus. Wir warnen davor, dass Mein Kampf in der Türkei Bestseller war und in der ganzen islamischen Welt Bestseller ist. Mein Kampf von Adolf Hitler. Wir warnen davor, dass Hisbollah, Hamas und andere den Hitlergruß zeigen, weil sie den Nationalsozialismus toll finden. Und jetzt sagt er, hier wären Nazis. Also ganz ehrlich, Burschi, du bist entweder saudoof, ja, oder bist ein bösartiger Verleumder, weil jeder, der das sieht, weiß, dass hier Gegner des Nationalsozialismus sind. Man muss es mal ganz deutlich sagen. Aber das sind unsere Gegner. Kapieren nichts, aber beleidigen. Kapieren nichts, aber beleidigen.